willkommen zurück zu einer weiteren wunderbar schwammigen Folge SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Ja, wir machen weiter. Das ist Rehydrated. Das ist der feine Shit. Und wenn ihr da draußen dieses Spiel auch mal spielen wollt für die PlayStation 4 oder für den PC, dann lasst einfach hier einen Kommentar da. Schreibt euren Discord-Namen. Und ja, schon seid ihr mit dabei und könnt auch dieses wunderbare Spiel hier eines Tages spielen. Denn es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ich persönlich finde es ziemlich gut. Und die Melone kullert jetzt hier unten ins Wasser. Das finde ich nicht so gut. Ach komm schon, Patrick. Und wie immer würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung freuen. Ein bisschen Unterstützung ist immer sehr gerne gesehen. Das ist doch Betrug. So, jetzt hier hin. Und es gibt dafür ja, ein paar Blümchen. Karibu! Karibu. Wer kennt es nicht? Ey, momentan wirklich mein Lieblingsspiel. Die meisten werden jetzt sagen, was? Du spielst doch auch The Last of Us 2, du merkwürdiger Mensch. Wie kannst du dann das Spiel hier so feiern? Keine Ahnung, es ist irgendwie so entspannt. Während ich The Last of Us 2 so ein bisschen wie Arbeit empfinde. Viel besser. The Last of Us 2 ist Arbeit und SpongeBob ist die Belohnung hinterher, wo man sagen kann, jetzt hast du auch ein bisschen Spaß verdient. Oh, Geschenke aus Holz, so hell, so glänzend. Geschenke aus Holz sind hell und glänzend? Seit wann? Na gut. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ja, das müssen wir. Wahrscheinlich hier drauf. Was ist das hier vorne? Was bringt das? Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich kann ich es abwerfen. Moment! Wow! Was zur Hölle? Nein! Ich habe das Game zerstört. Shit! Ja, so kann es eben auch gehen. Was? Was? Oh Gott. Gut, bis gleich. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, aber ich habe es eben nur mal hinbekommen, weil ich der Meister bin der Bugs. Wenn ein Mann die Bugs findet, dann ja wohl ich. Ich bin der Bughunter. So, hier nochmal hin. Jetzt nehme ich nochmal hier meine Points. Wenn es nicht runterkullert, natürlich. Natürlich kullert das runter. Boing. Ja, egal. Dann nimm sie. Behalte sie, Spiel. What? Schon viel besser. Schon viel besser so. Ja, ich habe es irgendwie geschafft, mich aus der Karte zu katapultieren. Was ja auch ganz nice und witzig ist. So, hier nochmal bedienen. Aber trotzdem, ich liebe das Spiel. Ich find's super. Ist irgendwie entspannt. Nicht so böse und stressig wie all die anderen Spiele in meinem Leben. Oh, Geschenke aus Holz. Autsch. Autsch. Es tat ja richtig weh, yo. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ich schmeiß mal hier dagegen und das hat irgendwie nichts gebracht. Gib mir nochmal einer. Moment, hier wieder hin. Wahrscheinlich gibt es, wenn ich es überhaupt zerstören kann, eh wieder nur eine Blume oder so. Ne, die bleibt da oben hängen. Und explodiert. Na gut, dann hier hin. Und diesmal bleiben wir hier nicht drauf stehen. Also wenn ihr die Karte verlassen wollt, einfach nur hier weg teleportieren. Alter, wir können sogar die hier hochheben. Das ist ja mal nice. So, wahrscheinlich muss ich ein Ding hier hinwerfen und dann drauf gehen und von da aus komme ich dann da hoch. Und dann will er, dass ich eins darauf werfe und das Ganze staple und dann... Vorsicht, die Dinger explodieren gleich. So, dann komme ich nämlich hier hin und dann muss ich den Doppelstapler machen. Hochkomplex, was hier alles abgeht in der Welt von Patrick. Patrick macht hier eiskalt einen Doppel... Woo, Stapler! Mitnehmen. Oh Gott. Oh, ich burne. Nicht gut, nicht gesund. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Oh oh, der macht gleich Bumm. Egal, wir sind ja schon weg. Gut gemacht. Gut gemacht, Mr. Star. Alter, ich wumms hier in die falsche Richtung. So, die Dinger kennen wir bereits. Die können wir hier reinwerfen und dann... Wups, ist hier alles gefroren und hier hinten ist sogar noch eine Socke, die ich mir holen kann. Gute Güte, noch einer! Oh, Patrick, schnell zurück, schnell zurück. Alles klar. Easy going. Hey, kleiner Junge, willst du mal an meinem Bauchnabel riechen? Ja, der stinkt. Der stinkt super widerlich. Alter, der haut ja alle weg. Der Roboter hat Boom gemacht. Geil. Strahlen Robo macht Boom.
Bams. Direkt hier einen neuen holt. Achtung, so Vorsicht! Autsch! Explosionen überall. Böse, super böse Explosionen. Woher kommen die denn schon wieder? Haben wir eben gerade die Maschine zerstört? Kann ich einen von denen greifen? Nee, das wäre geil, wenn man die greifen könnte. Wahrscheinlich muss ich die Melone mit nach oben nehmen. Gib mir mal die Melon. Smellen. Benellen. Ah, aber nicht auf den Robo werfen. Ah. Ja, wie sieht die hier an? Muss ich die ignorieren oder wie? Wie sollen wir das lösen? Gib mir nochmal das Ding hier. Ich glaube, der kann einmal hier komplett hoch. Ne, kann er nicht. Ja, toll. Geht die kaputt? Die geht kaputt. Ich kann so einen nicht greifen. Und hinten ist ein güldener Pfannenwender. Boah, ich habe keine Idee. Gibt es hier einen coolen Tipp? Patrick kann Roboter, die betäubt hat, sogar aufnehmen und gegen andere Roboter werfen. Aha. Aber wie betäube ich die denn? Wie betäube ich die, liebes Spiel? Mit einer Melone? Melone draufwerfen, betäubt. Okay, probieren wir das mal. Die wirre Melodie. Der ist nicht betäubt, der ist kaputt. Die gehen alle drauf. Strahlend weiß. Ah. Autsch. Oh, ich habe nur 2 Leben. Aber der goldene Pfannenwender hört endlich uns. Gut gemacht, Patrick. Du hast Liebe verdient. So, und jetzt können wir gehen. Und raus hier. Mach mal auf den Laden hier. Ahoi. Thaddeus hat mir gesagt, dass du den Quallenkönig suchst. Ja. Gute Sache das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihre Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die Bestie, Matrose. Ach du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Göffelberg? Schönste Berg der Welt. Oh, 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 Vorsicht. Alter, was hat der? Tartarsoße? Also der hat ganz klaren Hass gegen uns. Was habe ich dir getan, Robo-Freund? Wow, wow. Da freut er sich, ha? Was? Alter, hat Patrick fertig gemacht. Und zwar so okay, richtig. Und was jetzt? Und zwar so richtig. Hell, so glänzend. Weg, 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 weg. Und bam. Bam. Miep, miep, Hunger, miep, miep. Schade, dass er nicht miep, miep, Hunger, miep, miep sagt. Uff, hey, meinem Rücken geht es viel besser. Weil du voll auf den Rücken geflanscht bist, Patrick? Oh, in jedem steckt ein Geschenk. Also, wenn es so weitergeht, können wir uns bald hier noch einen Pfannenwender bei Mr. Krabs gönnen. Gönnerli machen. Ouch. Au! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Oh, ich wäre beinahe runtergefallen. Hallo, Mrs. Puff. Hallo, Patrick. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, klasse. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Klare Sache, Mrs. Puff. Mrs. Puff, auf mich können Sie sich verlassen. Wenn den einer holen kann, dann ja wohl unser guter alter Freund Patrick. Warum sind die hier? Oh Gott, das sieht richtig schwierig aus. Warte, jetzt bin ich hier. Oh, das ist super schwierig.
Und wo führt mich das hin? Du hast meinen Rhythmus unterbrochen. Jetzt werde ich dir etwas brechen. Das sind die, die verschwinden, ne? Das ist ein Psst, Tiki. SpongeBob muss sich anschleichen, um ihn zu zerstören. Zum Schleichen musst du vorsichtig den L bewegen und LT gedrückt halten. Patrick kann aus größerer Entfernung Sachen werfen. Kann ich dich werfen? Naja. Gehen wir erstmal hier hin. Hier ist ein bisschen Elektro-Boogaloo. Achtung! Schön. Und jetzt holen wir uns den hier. Bam und bam. Verzieh dich, Kumpel. Keiner hat dich lieb. Nicht mal Plankton. Im Gegenteil, der verflucht euch mittlerweile. Okay, hier wäre noch eine Unterhose. Viel besser. Wenn die Hose reißt, dann musst du eine Unterhose von SpongeBob finden. Wo ist denn hier der Güldene? Kann man vielleicht... Nochmal. Au! Au! Nochmal! Nochmal! Der schießt ja immer wieder zurück, ne? Strahlend weiß! Wie komme ich denn da hin? Ich könnte hier ranspringen, was würde das bringen? So, ich habe den hier betäubt, das will ich mit dem mal schnappen. Geht nicht. Jetzt schnappt ihr den. Oh. So. Nein! Jetzt wird er wieder zerstört. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Gib es doch nicht. Okay, kann ich den... Okay. Ich kann den hier drüben hinwerfen. Autsch! Aber was bringt's? Ah, das ist wahrscheinlich damit verbunden. Okay, ich muss immer alle zerstören, bis auf einen. Wir hauen alle diese Dinger mal weg. What? Der ist direkt hier gespawnt vor mir. Unfair. So, her mit dem. Ich habe keine Unterwäsche. Das schmeckt mir gar nicht. Haben wir irgendwo hier ein bisschen Unterwäsche für mich? Hier drüben liegt noch was rum. Aber das sind auch fiese Quallen. Bams. Schon viel besser. Schon viel, viel besser. Du, 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 du. Ouch. Was? Warum habe ich jetzt nicht betäubt? Ouch. Was? Normalerweise müssen die weg gewesen sein. Normalerweise sind die durch so eine Aktion betäubt. Okay, spuck nochmal raus hier in der Ladung, Kumpel. So, da fliegen sie und... Den habe ich erstmal gemanscht. Den hauen wir weg und hier drüben hin. Bums. Zwei Dinger noch. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. So, den habe ich direkt lahmgelegt. Den auch. Schnell hier hin. Ouch. Oh nein, nein. Ach, ich habe beide zerstört. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Ich brauche nur noch einen und dann finde ich heraus, ob irgendwas hier passiert oder nicht. So. Gib mir den. Nimm ihn dir. Und schwupps. Na also, geht doch. Jetzt ist da hinten aber immer noch die Maschine, die mir natürlich hart auf die Nerven geht. Oder wurde die zerstört? Okay, die wurde zerstört. Ich nehme alles zurück. So. Hätten wir auch dieses Ding hier. Dankeschön, Mrs. Puff, für den genialen Tipp. Ich werde sie zerschmettern! Für diesen ultra genialen Tipp. Er schießt. Achtung! Bam! 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 Und nichts wie weg hier. Er hat Boom gemacht. Lustig. Ach, Patrick. Wenn jeder doch nur so wäre wie du. Dann wäre die Welt definitiv ein besserer Ort. Mann, er stand aber auch genau da. Ich dachte eigentlich, das Ding würde hochgehen und ihn wegholen. Strahlend weiß. So, hier lang ich nochmal rein. Wie viele davon muss ich denn tragen? Sehr viele. Heutzutage sehr viele. Was haben wir denn hier? Ach so. Ja, aber die Fähigkeit haben wir ja nicht, ne?
Fähigkeit haben wir nicht. Wir könnten nur Sachen werfen, aber es würde auch nichts bringen. Wir haben nur zwei Sachen hier. Was haben wir hier oben? Eine Socke! Eine Socke, du Socke! Und wie komme ich da ran? Hier ist ein Kontrollpunkt. Schon viel besser! Hier oben kann ich mich leider nicht festhalten. Man kann vielleicht irgendwie hier so ganz, ganz oben drüber und entlang. Das wäre vielleicht mein Weg nach oben gewesen. Super Combo! Aber einige Dinge kann man auch erst später holen, weil wir hatten ja schon mal die Situation, wo wir so ein... Na toll, er stößt mich natürlich da rein. Er stößt mich natürlich da rein, wo wir so einen Würfel hatten. So, erstmal die hier wegholen. Und jetzt, Achtung! Tartarsoße! Tartarsoße! Alter, das gibt's doch nicht! Ich hab den definitiv getroffen. Jetzt ist der schon wieder da. Und macht mich hier fertig. Was haben wir hier? Das ist ein Stein-Tiki. Mit normalen Moves kann er nicht zerstört werden. Er kann jedoch von Donner-Tikis in die Luft gejagt werden. Okay. Bumm. Strahlend weiß. Hart wie ein Fels. Hart wie ein Fels. Hart wie mein Gehirn. Ich, Patrick. Nein. Unglaublich. Und ich lande wieder ganz unten. Alter. Spiel. Oh, Geschenke aus Holz. Alter. Spiel. Nein. Ah, er spuckt natürlich noch einen aus, oder? Okay. Komm, geh kaputt. Danke. Haben wir die ganze Bande hier mitgenommen. Moment, hier geht's irgendwo hin. Wow, 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 wow. Da ist ein Automat. Alter, wow, so viel Schotter. Ah, die verschwinden. Jetzt bin ich hier. Okay, hätte ich irgendwo hochklettern müssen? Eine Sandy würde halt hier rüberkommen. Aber wir, Patrick, schwierig. Sehr schwierig. Aber wir können hier durch. Wir können ganz easy hier durch und wir müssen dieses Ding hier freishoppen. Nice. Oh oh. Oh, das ist ja sehr wackelig. Sehr, sehr wackelig. Vielleicht kommen wir jetzt noch an die Socke ran. Alter. Geh da mal weg. Dude. Bro. Warum? Wird der mich jetzt schon wieder getroffen? Der Sauhund. Okay, ganz vorsichtig. Hier habe ich einen Checkpoint. Wenn wir einen Checkpoint haben... Weiß nicht, warte mal. Ich glaube, ich komme hier rum. Achtung! Das ist halt so mies, wenn du noch irgendwie unten bist. Und die treffen dich halt trotzdem noch. So, erstmal die Maschine wegholen. Bam! Die ganze Saubande hier erwischt. Na, hier lieber nicht reinspringen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das für uns nicht gut endet. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Das ist ein bisschen zu quadratisch und zu eng. Für meinen dicken, runden so ganz alleine? Hintern. Okay, wir haben wieder eine Socke gefunden.
Der macht gleich Bumm. Der macht gleich Bumm. Ah, Tatar-Soße. Tschüss, Kollege. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Okay, hier haben wir was zum Einfrieren. Okay, das bringt schon mal nix. Können wir das Ding irgendwie mitnehmen? Da drüben, warte mal, da drüben ist... Einmal nehme ich noch die Hose. Die Hose. Wie viele davon muss ich denn Socke. Tragen? Gute Güte, noch eine! Noch eine Socke, ja! Okay, wo könntest du denn einen tollen Effekt haben? Hier drüben ist Wasser. Bringt aber nichts. Muss ich dich mitnehmen? Wir gehen mal weiter und dann werden wir es ja merken, ob da irgendwo was war, wo das Ding hätte nützlich werden können. Oh, nicht nach unten gucken, Patrick, nicht gucken! Ah, zu spät! Hier ist ein Pfannenwender. Und hier drüben sind irgendwelche Pfeile. Achtung! Patrick! Nein! Oh! Das Ding ging voll schön wieder hoch. Das Ding ging schnell wieder hoch. Karibu! Karibu! Klingt wie Karifu. Freu dich nicht so früh, Roboter. Strahlend weiß. Strahlend weiß. Achtung. Okay, wir kommen hier schon mal rüber. Was steht hier? Wenn dieses Symbol erscheint, kann SpongeBob Wände hochspringen. Springe an die Seitenwände und drücke A, um erneut zu springen. Kann es aber auch unser Freund Patrick? Ne, es kann nur Spongy. Nur unser Kumpel Spongy. Das heißt, wir müssen hier wechseln, ha? Huh? SpongeBob. Es wird Zeit. Tatar-Soße. Oh, Tatar-Soße. Achtung, 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 Achtung. Okay, der Pfannenwender gehört uns. War ja auch schwer genug, den zu bekommen. Und jetzt geht es zum Quallenkönig. Zeig, was du kannst, Quallenkönig. Kumpelblase. Ach, heute wollen aber auch alle helfen. Sei da vorne leise. Dieser Quallenkönig befindet sich mitten auf dem Weg. Danke, Kumpelblase. Dankeschön, Kumpelblase. Was würde ich nur ohne dich machen? Wahrscheinlich gegen den Quallenkönig ganz schön abstinken. Ich wusste ja, dass der Quallenkönig groß ist, aber wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Stimme hat? Oh no, der Quallenkönig! Okay, wie kann man den denn fertig machen? Ah, so. Ja, reg dich nicht auf, Kumpel. Kein Grund zu weinen. Na gut, der ist gerade am Duschen und wir machen ihn platt. Ich meine, da wäre ich auch ganz schön unangenehm und angepisst. Und der steht auf Erdnussbutter. Man nennt mich auch Schwamminator. Schwamminator. Ja, und jetzt hier ran, schnell. Nein, ich habe ihn nicht mehr getroffen. Knappes Ding. Aber seine Untertanen mache ich gerade fertig. Ein neuer Schwamm. So, noch einmal treffen. Abgeklatscht. Oh oh, oh oh. Er holt ganz viele blaue Dudes, die Namenlosen. Lass mich hier, zack. Die Musik ist mega gut, finde ich. Und die Kleinen weg. Was? Dass der mich getroffen hat.
Es glänzt. Schnell, schnell, schnell. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wie macht ihr das mit dem Umhang? Das versteht doch niemand. Egal, wir haben das Gelee. Das leckere, mundige Gelee. Und noch ein bisschen was hier Glänzendes. Und den Quallenkönig besiegt. So, mal schauen, wie komme ich denn jetzt hier weg? Hier drüber? Oh, hier. Eine Rutsche. Eine Rutsche nach unten. Auf geht's! Geschenke öffnen ist klasse. Autsch! Okay, das dachte ich mir ein bisschen anders. Und die sind weg, weil sie viel zu schnell für uns sind. Whams. Whams. Whams, whams, whams. Nein! Ich dachte, da unten wäre Ende. Oh, der arme SpongeBob. Oh, ich starte wieder komplett oben. Mies, Freunde, mies. Na gut. Einmal geht noch. Okay, diesmal hier einfach ignorieren. Pups auf die Punkte. Ist eh völlig egal. Okay, du kannst nirgendwo neben raus. Du musst also wirklich rutschen. So, hier, hier und hier. Na, was ist das für eine Kurve? Okay, ich glaube, ich habe mich eben gerade unoffiziell gerettet. Huh. Yes! So, Leute. Wie es weitergeht, direkt in der nächsten Folge SpongeBob Schwammkopf. Also, lasst eine Bewertung da, denkt an das Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal und tschüss!